mit dem Rollstuhl, auf den Händen und vor allem mit einem eisernen Willen. Der Australier Scott Doolan ist der erste Querschnittsgelähmte, der das Basislager des Mount Everest in Nepal erreicht hat. Es gab Momente, in denen ich einfach aufgeben wollte. Aber die vielen Leute auf dem Weg, die mir gesagt haben, dass ich sie inspiriere, so habe ich durchgehalten. Jetzt bin ich einfach erleichtert, dass ich es geschafft habe. Der 28-Jährige hat sich 8 Monate vorbereitet. Beim Aufstieg läuft er 5 Paar Handschuhe ab. Am 7. Tag geht das rechte Vorderrad seines Rollstuhls kaputt. Nach 10 Tagen erreicht Doolan das Space Camp, 5.364 Meter über dem Meeresspiegel, am Fuß des höchsten Bergs der Welt. Ich musste kämpfen, um zu atmen, weil ich auf meinen Händen gelaufen bin. Aber ich erinnere mich nur daran, wie ich aufgeblickt habe und etwa 20 Leute gesehen habe, die alle geklatscht haben. Als ich angekommen bin, haben sie alle angefangen zu jubeln. Da war ich verdammt dankbar. Aufgrund der Belastung erlitt Doolan eine Fraktur des Steißbeins und war am Ende so erschöpft, dass er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Als nächstes möchte Doolan als Schwimmer für seine Heimat Australien bei den Paralympics 2020 antreten.